Guten Morgen! Moin Mike! Wie schaut's bei dir? Wo bist du bei am Freitagmorgen? Winter. Moin erstmal. Hi. Wie ist die Situation? Wie ist die Lage? Oh, so kalte Hände. Was ist mit dir denn los? Ja, ich bin halt so ein kalter Typ. Was geht ab? Schöne Rampe. Ja. Kenne ich gar nicht. Wann haben wir die denn? Was kann der denn? Achso, das ist nur zum Liefern, weil da kein Werkzeug drin ist. Da werden dann die Sachen von A nach B mitgebracht, damit man da nicht runterfällt. Genau. Ja, wieso? Es gibt doch Leute, die da runterfallen. Wie ist sonst die Lage? Wo bist du bei? Ja, Winterreifenmotor holen, zur Werkstatt fahren, damit die Bullis und heute ist eher ruhiger. Da ist auch noch ein bisschen schmuddelig oder was? Da ist noch ein bisschen Arbeit. Dein Gabelstapler steht da ja. Wo warst du bei? Die Winterreifen packe ich da gleich drauf und dann zack hierher und dann... Ja, das ist mal herrlich. Ah. Wusstest du, dass unser Kleinster im Büro heute Geburtstag hat? Nico? Ja. Echt? Nee, wusste ich nicht. Da muss ich dir ja gleich nochmal gratulieren. Ja, das sag ich dir. Wohl irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich bin ja ein mitdenkender Kollege. Ne? Wenn unser Kleinster Geburtstag hat, dann gibt's doch mal ein Törö-Törtchen. Guten Morgen! Guten Morgen! Alter, geil, ich habe gestern keine mehr gefunden. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Wie alt bist du geworden, Nico? 29. Mm. Da freut sich der kleine Mann aber, wa? Wo filmst du jetzt hin? Dann nicht schon wieder das Handwerk. Ach so, ja, richtig. Ja, das ist ja auch Benjamin Blümchen. Ich habe gesehen, du hast gestern meine Instagram-Story gesehen. Dann hast du auch gesehen, was ich im Wald gefunden habe. Ich war da. Ich bin ja nach NRW gefahren. So an der Straße muss ich meine Beine kurz vertreten. Lauf ich dahin, was ist da denn? War ich da ja wirklich so allein im Wald? Guck dahin, ich hatte wirklich Angst. Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Ich muss weg. Das gesehen, ich dachte, ach du Scheiße. So nach dem Motto, wer treibt sich hier rum? Das war wirklich gruselig, sowas zu finden. Das sag ich dir. Dann die Kommentare wieder. Oh, wo bist du denn? Auf welcher Party treibst du dich denn rum? Ja, das hatte ich auch als erstes gedacht. Mhm. Und dann habe ich den Ton eingeschaltet. Dieser Perverse. Dieser Pervers. Bist du all hinter mir am Rumgurkeln? Guck, wenn du da so filmst. Und ich hab Carsten zweimal gesehen. Echt? Ich hab doch extra gekauft. Das liegt aber an anderen Dingen. Das Schlechteste. Am Alkoholkonsum. Am ja, zu wenig, ja. Hast du auch ein Geschenk für Nico? Das weiß doch die Torte nicht. Hm. Aber du warst doch, glaube ich, gestern. Er kann mich komplett kriegen, wenn ja. Er möchte. Ja, das Fuppelmesser. Nein, Nico ist, wir machen das nicht mehr mit Geschenken. In unserer Beziehung. Wir, guck mal, das ist ein Spiel. Das ist so bei 10 Jahren verheiratet. Genau, er kann sich alles kaufen, was er möchte. Also, auf seinem Konto. Nee, und jetzt macht er die Benjamin Blümchen. Guck dir das an. Ach, das mal. Ist wie im Kindergarten. Ich kann nicht mehr schreiben. Was hast du da, Sandra? Das ist von der Torte. Da kann man ein Spiel ausschneiden. Da kannst du... Ich bin aber der Tiger. Meisterkonditor-Torte von Benjamin. Darf ich das Spielzeug aufmachen? Mach doch. Und das Spiel müssen wir auch schauen. Ach, das kann man gar nicht mitessen. Oh, deswegen hatte ich immer so Bauchschmerzen. Und ich muss. Aber du hast ja Geburtstag. Alles Gute von mir. Ja, das kann er ja sehen. Kannst du das bitte lassiv ablecken? Oh, also was schön. Das ist stumm. Oh. Hau drauf. Nico, halt das eben fest. Halt das eben fest und mit Happy Birthday. Oh, Torben. Guck mal, wie versaut du das schon wieder hast. Jetzt steht. Nico, komm mal eben. Mach mal eben ein Bild vor dem Blumentopf. So wie ich. Guck eben. Komm, Nico! 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 Komm her! Mach ein Foto vor dem Blumentopf. So wie Torben gerade. Hast du den Witz nicht verstanden? Wieso küsst ihr euch nicht? Der winkt auch immer nur ab. Der hat keinen Sinn mehr für Humor. Der hat keinen Sinn mehr für Humor. Weißt du, was das Peinlichste schon wieder ist? Was? Mir beim Benjamin Küpi-Torte schneiden, voll in der Hand geschnitten. Oh, nee, zeig her. Na, das ist, dann wird das YouTube-Video doch wieder gesperrt. Da darf man kein Blut. Torben, erklär kurz den Witz, den Nico nicht verstanden hat. Erklär kurz den Witz. Ja. Ja, also Torben stand jetzt neben dieser Pflanze und haben wir gesagt, du jetzt auf, als würdest du vor der, weil du ja so klein bist, Nico, weißt du? Ich habe eine bessere Idee. Du schmeißt mir einen Zahnstocher zu und ich fange eine 4 auf 6 Latte auf. Und wir gehen ins Lager. Nein.
kann das angeblich. Ich will meine belegten Brötchen wieder haben. Ich gebe dem Ding gleich mit. Wieso gibt es keine belegten Brötchen mehr? Nein, gibt es nicht mehr, weil ich auch keins kriege. Im Marcel holt dich ab, das kostet mich jeden Tag 40 Euro aus meiner Tasche, hier nicht viel im Kosten, was nämlich nicht geht, aus meiner Tasche und ich kriege nie ein Brötchen ab oder ein Brot ab. Ich mach das nicht mehr. Aber ich sehe aber auch, wie jeder hier reinkommt. Jeder kommt hier rein, zu Hause kriegen sie nichts mehr zu fressen und mir fressen die Scheiße weg. Und wir müssen den Gürtel enger schnallen. Aber so ein lecker checken. Korbbrot ist ja auch was Geiles. Kannst du dich auch am Arsch lecken. Korbbrot oder meinst du ein Brot? Ist das eine Damit du den kaum hat er Geburtstag, dann wieder zum Komiker hier. Ey, das war Torben. Nein, das war Nico. Das war Nico. Das, also, ihr kennt Torben Stimme doch. Er kennt Torben Stimme. Ich muss doch den Rat stellen jetzt. Ich möchte gar nichts mehr. Eigentlich muss ich ein Stück Torte haben. Ich helfe Mike gleich auf dem Lager. Wobei? So beim Arbeiten. Quatsch doch nicht. Also haben wir beide eine Mutter. Was? Also ihr macht beide nicht. Wieso war das so weit? Wisst ihr, was auch wieder lustig war? Niemeyer hat mir doch die Mappe hier gelassen. Das habe ich natürlich hier liegen lassen. Ich habe den in deinem Büro geräumt. Echt? Hast du echt gemacht? Letztes Mal hat Ron mir meine alten Nummernschilder gegeben. Da hat er gesagt, vergisst du sowieso. Da habe ich die hier wieder liegen lassen, mich weggefahren. Und, oh scheiße, der reißt mir den Arsch auf. Wenn ich wieder zurückkomme, habe ich die abgeholt. Aber bei den ollen Führerscheinkram, da war ich schon zu weit weg. Aber du musst ja noch deinen... Was war es noch? Passbild und Sicherheitsumrechnung. Mhm. Willst du mir noch auf dem Lager helfen jetzt? Da sind wir zu dritt, die nichts machen. Ja. Die Stelle ist leider schon vergeben. Was wollen wir machen? Passen wir zu dritt auf so einen Gabelstapler? Ja. Boah. Davon habe ich auch coole Foto. Was hat er gesagt? Auf 120 Gramm jetzt deutlich. Undeutlich. Hat Ronny schlechte Laune? Warum? Er hat schlecht geschlafen. Er sagt, er hat Darmprobleme gehabt heute Nacht. Oh, Sandra plappert auch alles aus. Was aber ich denn? Finde, aber sei mal jetzt, Sandra, sei mal wirklich ehrlich. Ich finde das eigentlich viel geiler als fertig gemacht. Ich finde das auch viel geiler. Es gibt nichts Geileres als ein Schwarzbrot mit Butter und Käse. Das ist so. Das Guck mal hier, das ist auch richtig. Vor allem, wenn das noch jemand schmiert für einen. Mmh. Wenn das Darmprobleme hast du vielleicht nicht so. Aber was ist denn dann im Kühlschrank? Jede Menge Aufschnitt. Hallo, du. Galo hat den Unverstand eingekauft. Das will ich. Viel zu viel Käse. Aber Käse geht am meisten. Hier ist nur noch eine Scheibe drin. Und dann haben wir auch Teewurst, Leberwurst, Bierschinken. Bierschinken. Ganz mal im Ernst. Ist einer von euch Bierschinken? Nee. Ja. Bierschinken. Du isst Bierschinken. So ein schwarzer Wein. Das müssen wir beide nicht haben. Erdbeerkäse, Kinderwurst, Vitamine drin. Leberwurst. Das ist mein Torre-Torte. Achso, jetzt kann ich lesen. Es wird hier einfach eine immer größere Versammlung. Und es sind einfach die zwei Protagonisten, Nico und Torben, und es kommt immer irgendjemand dazu. Protagonisten. Rot ist da. Protagonisten. Ich habe meinen Duden gar nicht dabei. Was heißt das? Oh, möchtest du ein Stück Torte? Wieso? Habe ich mitgebracht. Benjamin Blümchen-Torte. Ja, für Nico. Der hat doch heute Geburtstag. Niemals Torte mitgebracht. Die hat Nico mitgebracht. Nein, die habe ich mitgebracht. Weil sagt er zu mir, oh, die wollte ich mir auch holen. Jetzt Kaffee trinken. Wo ist der? Da fehlt noch was. Diese Kleinstleistung, dein Spätzle. Ja. Wir haben nur so eine. Was? Ja. Hab ich auch. Ich gehe jetzt im Lager nerven. Ich diesen Ton an. Ich okay, nicht, hör mir nicht zu. Was ist? Was ist denn los hier? Sandra, ich wollte die ganze Zeit auf dem Lager helfen. Ich komme nicht dazu, weil immer wieder jemand neu ist. Jetzt kommst du hier wieder rein und lenkst mich ab. Was willst du helfen? Auf dem Lager. Ja, dann geh doch, du kannst doch auch da durch. Ja, aber es kommt immer wieder jemand Neues hier rein. Ja, Entschuldigung, ich arbeite hier auch. Ja, aber kannst du dann nicht warten, bis ich im Lager bin? Das war schon Freitag. Freitags, Montags und Mittwochs. Ja. Wo ist mein Büro? Ich habe das verloren. Da würde ich nicht mehr hingehen, oben ist voll. Mike, macht Ron dich hier jetzt an vor allen Leuten? Ja, also wie, ey? Wie hier denn vor allen Leuten? Ich hab, der guckt dir den Scheiß einmal an und wie hässlich bin ich denn? Hahaha, Sven! Doch, renn doch gleich, Marcel! Komisch! Ich geh jetzt zu Marcel hier auf dem Tisch. Ron, moin, kann ich dir was? Locke! Moin, Locke! Bist du Umschlag, der so dick bist, du noch ganz dicht? Was? Bist du Umschlag, der so dick bist, du noch ganz dicht? Umschlag so dick und beidseitig beschrieben. In Schriftnote 3. Witzig ist auch noch. Ja. Ist auch noch, ne? Locke, wie läuft's beim VfB Oldenburg? Ja, nicht so doll momentan, ne? Hm. Wieder 2-0 verloren und dann ja. Oh. Ich wüsste jetzt wie eine Provision, oder? Ja. Oh, okay. Naja, bei Bremen nicht anders, ne? Das ist auch so ein. Sonntag parke ich hier wieder bei dir, ne? Da muss ich nochmal neu schreiben. Ja! Da muss ich nochmal neu geschrieben werden. Hä? Ja. Weil bei ihm auf seinem Grundstück steht ja das Riesenraffel Ulm. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Und da drunter ist ein Riesentiefgraben, da wir parken dann. Nee, ja. Drunter. Ja, genau.
Ihr habt Sorgenrechte. Wir haben wenigstens Sorgen, du hast ja keine. Nee, weiß ich wohl. Hallo, Torben. Hallo. Keiner weiß, dass wir hier schon seit 2 Minuten stehen und Torben im Licht rumgespielt hat, damit das nicht im Hintergrund flackert. Also das liegt jetzt an der Frequenz, haben wir ja rausgefunden. Auch danke für eure Kommentare da draußen, aber er muss es halt komplett aufdrehen, dann ist das Flackern weg. Ja, das ist die Lichtroute, die LEDs. Haben wir einen Wiederholungsrate und deswegen siehst du... Aber der Zuschauer soll wissen, dass wir beide hier schon 2 Minuten standen. Eigentlich gefühlt schon eine Stunde. Ja. Aber was ich eigentlich noch wollte, kannst du dich noch an unsere Weihnachtsfeiergeschichte erinnern? Ist ja bald wieder soweit, also wir müssen ja wieder für neuen Content sorgen. Das machen wir aber von ganz alleine. Du meinst den Gallo machen? Auch. Und dann gab es doch die Geschichte, dass Marcel mit so einem komischen Sack aus dem Pfarrhaus abgehauen ist. Bei mir ins Auto. Erinnerst du dich dran? So einen dusseligen Sitzsack. Ja. Kannst du mal einmal im Zulauf um meinen Schreibtisch mit deiner Kamera? Kannst du das sagen? Und jetzt? Und Schuhe. Das ist ja das Ding aus dem Pfarrhaus. Ja! Und das haben wir bei dir geklaut. Wie bist du da jetzt rangekommen? Pass auf, Dieb ist gut bei mir ins Auto geschmissen. Ich 2 Tage später nehme das Auto von meiner... Und wieder die Schuhe, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich nehme dann das Auto meiner Frau mit und will über den Kofferraum tun und gesagt... Ja. Ja, dann... Wieso ist der denn da noch drin? Und dann hat Marcel gar nicht mitgenommen im Dunage und ich hatte den. So, und dann habe ich den hier wieder mit hergebracht und Marcel war ganz aufgeregt, der muss hier weg, mit Wilke kommt und... So, wieder bei mir ins Auto und irgendwann habe ich den bei mir zu Hause hingestellt, da hat der Hund immer drauf gelegen. Aber der hatte dann irgendwann auch keinen Bock drauf, weil das so am Wippeln. Und dann saß ich hier so und gesagt, der ist aber voll ungechillt. Und dann fiel mir ein, zurück. Da hat Ronja bezahlt. Und jetzt ist es ja kein Diebesgut mehr. Ist es eigentlich Hehlerei, ja? Ja, soll ich Kalle mal darauf ansprechen? Kriegt er das Schweiß auf den Stirn? Ja, frag ich mal. Ob er wüsste, wo der Sitz ist. Ja, Diebesgut hier im Büro. Ich weiß nicht, aber heute, ich komme frei jetzt auch überhaupt Mahlzeit. Nicht. Mahlzeit. Deine. Nee, der Sitzsack, der im Pfarrhaus geklaut wurde, den du gekauft hast, der liegt auf einmal bei... Den soll ich gekauft haben. Ja, der liegt bei Torben, da hat er seine Füße drauf. Wie kommt der hierher? Der wurde bei der Weihnachtsfeier geklaut wurde. Kommt der hierher? Ich war nicht dabei. Du warst dabei, Alter. Hey, das ist auch so, das ist auch saugefährlich. Du darfst sie auch nicht loslassen. Also wir waren nicht, du darfst sie auch nicht loslassen. Ich hatte gestern Abend ein Gespräch, das betraf auch Björn. Und dann, nee, über Björn wollen wir jetzt gar nicht abhauen. Ne? Ich hatte gestern Abend noch mit jemandem ein Gespräch. Wie umschreibe ich das jetzt, ohne dass das sofort auffällt? Mit jemand anders. Und dann sagt er, ja, so. Ich sage, du, das ist ja bei Björn ja auch was anderes. Björn, Kind ist groß. Seine Frau will nichts mehr von ihm. Also ist das egal, ob er zu Hause ist oder nicht. Björn kann einfach so auf dem Motorrad steigen und irgendwo hinfahren. Ich sage, ich habe leider eine Familie mit einem kleinen Sohn, der mich schon fast überhaupt nicht sieht. Und das heißt, ich muss vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag aber was mit der Familie machen. Darum kann ich das nicht immer so zusagen. Unter allem von Drost natürlich von Björn, weil der ist ja bleich. Das kann aber ja nur auch nicht für. Aber dafür hat Björn ja schon wieder Abhilfe geschafft und hat sich ja schon jemand anders gesucht. Zum Jetzt werden wir noch mit. Ach, wo das ich ja nicht. Wo wollt ihr denn hin? Ich hab was abgemacht und du machst das mit anderen Leuten. Hab ich hinter 4 Beinen alleine geguckt. Also hast du mich ja nie mehr gesprochen. Ja. So. Ja. Wo wollt ihr denn hin überhaupt? Michael, du bist raus. Ja, du bist raus. Ich sag, wie, was? Ja, ich bin mit Björn gesprochen und der Fahrt. Ich sag, ach so. Ich hab eigentlich mit Björn fahren und mit den Kuscheln gehen. Ich möchte auch mal. Fahrt ihr ins Weserstadion? Ja. Wann? Ja. Kannst du mich mit hinten draufnehmen, Björn? Ja, nee. Ron, kannst du mich mit Platz. Wir beide? Wäre schon geil. Du kannst bei Michael mitfahren. Da fahrst du auch. Fahrt jetzt, ist da noch ein Platz, dann komme ich nach. Ich will auch mal dabei sein, wenn ihr Spaß habt. Motorrad fahren? Nein, Weserstadion. Ja, da haben wir Wahnsinnig Spaß. Das ist alles harte Arbeit. Oder Schwalbe gefahren, da haben wir Spaß gehabt. Ja, da fährt ja auch schon hin. Da habe ich auch schon gehört, gestern Abend. Das soll mal. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, auf Lager zu helfen. Da bin ich seiner Stunde. Ja, der helft ihm mal eben, dass er mal aufhört zu fegen und sein Lager lieber mal aufräumt. Für unsere Einweihungsparty. Fahr doch mal hin. Lauf mal da hin. Weißt du was, du bist ja auch im Irrenhaus. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, die haben den ersten Lager noch gar nicht gekriegt. Wir haben ja gerade noch erklärt, dass 3 Radnamenkappen von meinem Winterreifen fehlen. Der kann ja gar nicht. Ja. Die waren doch noch nie drauf. Genau. Wo sind die denn dann? Warum sollte eine bei sein und die anderen 3 nicht? Ja, weil dann nimmt man die aus der vorhandenen Felge, die drauf ist. Er hat noch nicht verstanden, das ist wahrscheinlich Reserve. Torben! Nein, ich hab Gallo nicht gefunden. Da fiel ihm das Wort. Weihnachtsfeier ist nicht mehr aufzufinden. Weihnachtsfeier. Gallo ist quasi
vom Erdboden verschluckt. Mhm. Nur wegen dem. Mhm. Oder er ist auf dem Weg zum Fahrhaus oder so. Aber wie geil die Geschichte. Ich war hier, hatte ihn in der Räume gestellt, und kam Nico und sagt: Das hast du nicht gemacht. Ich sag, Alter, ich wohne mit dem Diebesgut. Jede Nacht bin ich aufgestanden und hab gedacht, ich sag, wenn du Sirenen gehört hast. Immer so. Ich hatte immer draußen das Auto am Laufen. Der war immer warm, falls ich weg muss nach Kanada oder wo man da so hingeht. Mhm. Und na, jetzt habe ich hier. Aber Nico ist also auch involviert. Den scheiße ich jetzt mal zusammen. Der hat zwar Geburtstag. Guck mal, wie er da sitzt. Als hätte er nichts getan. Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen, Nico. Nico? Ja, Wilke? Eine kurze Frage. Was hat Torben da unterm Du wusstest davon, hat er gesagt. Ja, klar. Warum sagst du mir denn nichts? Der liegt seit einem Dreivierteljahr bei Ihnen im Wohnzimmer. Ja, warum sagt mir das keiner? Ach, ich darf das nicht erzählen. Ach so. Schneid das raus. Ja, das ist jetzt okay. Ja. Ist das sein Sitzsack oder? Nein, der kommt aus dem Pfarrhaus, den hat Gallo geklaut. Ja, weiß ich, Weihnachtsfeier oder? Kennst du die Geschichte, kennst du doch. Ja, aber ich wusste nicht, dass der, ich dachte, der wäre einfach verschwunden. Wenn Gallo Alkohol hat, dann ist das ein ganz anderer Mensch. Ja? Ja, wirklich. Und dann zack, so im Pfarrhaus, so zum Auto mit dem Ding. Ich komm gar nicht mehr. Ach, guck mal, da ist ja ein Hinweis. Ich habe unseren Sponsor hier dran gemacht. Jägermeister. Nico möchte Jägermeistermaschine haben. Dass du das erkennen kannst. Ja, weil er die ganze Zeit davon gesprochen hat. Achso. Ich habe erst gedacht, was ist das denn? Hey, ich habe übrigens, ich war immer noch nicht im Lager helfen. Ich wollte da seine. Nee, der ist gerade am Eichelwehen. Also, Eichelwehen, ja. Mike. Da bist du. Sorry, Alter, ich wollte dir die ganze Zeit helfen. Ich habe mich aber verquatscht da oben. Ja. Die fangen ja immer wieder an, mich da voll zu labern. Das hätte ich ja von deiner Stelle auch gesagt. Nee, wirklich jetzt. Also ich wollte die ganze Zeit kommen. Das können die Zuschauer bestätigen. Ich habe es bestimmt 10-mal angesprochen, aber du weißt ja, wie das ist. Ne? Wenn die erstmal anfangen zu quatschen da. Ne? Aber ist ja jetzt ja Wochenende. Ich wollte dir nur ein schönes Wochenende wünschen, Mike. Danke. Komm gut zur Ruhe. Wir sehen uns Montag in aller Freude wieder. Machen wir. Und wir wünschen natürlich auch den Zuschauern einen tollen Freitag. Ja. Und Wochenende. Sauft nicht so viel, benehmt euch. Ich weiß, was grad nicht dementsprechend. Nee, es regnet. Also ihr Lieben da draußen, wir sehen uns Montag wieder. Tschüss.